Was braucht der Mensch der Gegenwart? Was brauchen wir Menschen in der Gegenwart? Diesen Vortrag kannst du am Sonntag von 10 bis 12, 13 Uhr in Badenweiler hören und sehen. Und natürlich der Event oder die Events, die dazugehören, im Sinne einer Überraschung. Also wir machen natürlich etwas daraus, das möchte ich damit sagen. Diejenigen, die dabei sind, in einem wunderschönen Garten, ähnlich wie hier. Hier ist auch gerade ein Garten. Und im Garten tut sich's einfach anders an. Genauso wie in der Natur, als in einem Gebäude, vielleicht in einer Vortragshalle, in einer Riesenhalle. Das ist sehr üblich für Vorträge. Aber dieser Vortrag ist ganz speziell. Auch so etwas wie eine Einkehr, ein Innehalten und ein Miteinandersein vor allen Dingen. Ein Miteinandersein, das da stattfindet. Und es findet jetzt nicht umsonst am Sonntagvormittag statt. Und es findet deswegen statt, weil eben Sonntag ist und weil der Sonntag ein besonderer Tag der Einkehr sein kann. Was brauchen Menschen in der heutigen Zeit ganz besonders? Ein paar Dinge kann ich anreißen hier. Wir leben ja alle in einer sehr materiellen Welt, in einer anfassbaren, messbaren Welt. In einer Welt, die vieles hat, die immer diversifizierter wird. Eine Welt, in der durchaus Überfluss vorhanden ist, aber auch Mangel vorhanden ist. Und die Frage ist, welcher Mangel ist das? Und was ich meine, ist natürlich der seelische Mangel. Meines Erachtens mangelt es den Menschen vor allem an dem Seelischen, nicht an einer Seelsorge, jedenfalls nicht einer Seelsorge im herkömmlichen Sinne, sondern dem Seelischen, dem Nichtmateriellen, dem Miteinander. Und das wollen wir an diesem Sonntagvormittag in Badenweiler zelebrieren. Und du bist dazu herzlich eingeladen. Der Umkostenbeitrag dafür beträgt 30 Euro. Für leibliches Wohl ist natürlich gesorgt, wie bei allen solchen Events, sehr wichtig. Lass dich mal überraschen von diesem Event, es wird sicherlich sehr spannend. Willkommen.